Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition, immer noch hier in den Smaragdgräbern. Wir müssen da runter. Der letzte Wunsch. Blöpp aktivieren und dann schauen wir mal. Der ist jetzt aber nicht irgendwo beim Drachen. Yeah. Na Klippe. Halt. Asche freigeben. Ah. Ist in meinem Mund gelandet. Kann gar nicht sein. Der Wind kommt von da. Bestimmt nur wieder irgend so ein albernes Insekt verschluckt. Oder tust nur so. Okay, wir merken Drache hier. Level 17. Leveln die eigentlich mit? Weiß gar nicht, wie war denn der erste Drache da in den Hinterlanden? Was war denn das für ein Level gewesen? Gut, da habe ich nicht angeklickt. Weil das wäre so, glaube ich, der erste Drache, den wir dann sonst erledigen müssten oder sollten. Oder könnten. Was haben wir denn sonst noch hier? Sonst haben wir hier alles untersucht. Kommen wir irgendwie dahin? Irgendwie? Ne, da gehen wir wieder zurück. Da ist tiefes Nichts. Ah. Na, rutschen wir mal hier runter. Uah. Schwere Plattenrüstung ist ja reißfest. Da können wir ja mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Geht's wieder, Cassandra? Könnt ihr mir jetzt erzählen, wie sie so war? Wer? Oh, die Göttliche? Ja, tut mir leid. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass der Glaube derart ungewöhnlich zum Ausdruck gebracht wird. Ihre Heiligkeit war eine Visionärin. Ich diente ihr als rechte Hand und hätte es auch weiterhin getan, solange sie mich gebraucht hätte. Aber ihr kanntet sie nicht. Wie ich schon sagte, ich diente ihr als rechte Hand. Ja, schon gut. Ich frag einfach Liliana. Zwischen den beiden war nämlich irgendwas. So trauert man nur in der Familie. Was Sarah alles annimmt. Okay, wir verpieseln uns von diesem Ort. Ach so, da. Wie komme ich denn da hin? Darüber. Dann bin ich doch am Riesen vorbei. Und zur Not hau ich ihn noch um, aber wenn er da so stehen bleibt. Oh, einmal an den Ruinen vorbei, an den ganzen Gräbern und Stielen. Ja, da sind wir eigentlich gleich wieder an dieser Villa hier. Halt. Hier ist irgendwas. Die Frage ist nur wo. Aha. Ah, und was für Bianca. So, halt. Was haben wir denn hier für einen lustigen Gürtel? Ah, 100 Gesundheit. Na, da
da ist es nicht. Wo ist es denn? Accessoires. Gut. Wupp. Was hat Cassandra für einen Gürtel? Oder sollte ich... Verteidigung im Fernkampf. Oh, gut. Kriegt sie den Gesundheitsgürtel? Oder sollte ich den vielleicht Sarah geben? Hm. Was hat Dorian für ein Ding? Verteidigung im Nahkampf wäre... Ist nicht schlecht. Plus 5% Treffer bei erlittenem Treffer? Hä? Gut, verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist, wenn sie irgendwie krittet. Oder? Oder halt... Egal. Was haben wir denn sonst noch? Was sieht denn hier Geschicklichkeit? Ja, ich habe da auch kein super tolles Amulett. Also muss es so gehen. Hier ist die Brücke. Und der Typ war da oben. Mal gucken, ob er von hier aus... Nee, das sieht nicht gut aus. Doch. Aber gerade so mit Hilfe oder so. Okay. Doch hier gelagert haben. Wo hatte der denn jetzt hier sein Ausguck? Oder hat der unten gelagert? Jetzt sagt nicht, der hat unten gelagert. Dann falle ich aber hier vom Glauben ab. Habe ich mich so angestrengt, hier hochzukommen? Hier im super Winkel da hochgesprungen, ohne mich hier ganz zum Idioten zu machen. Und dann liegt er hier unten. Okay, wieder das Tagebuch von dem einen Typen. Ein letzter blutbefleckter Eintrag, der in einer zittrigen Handschrift verfasst ist. Die große Mission. Letzter Test. Ich habe seit jenem ersten Tag auf der Anhöhe zu viel dazugelernt. Ich dachte, ich wüsste genug, um mit einer Bedrohung interagieren. Was? Um mit einer Bedrohung interagieren, sie berühren zu können? Es ist nicht gut verlaufen. Warum auch immer der Nebensatz da drin ist. Meine Instrumente waren nutzlos. Sie hatten keinerlei Wirkung auf die Bedrohung. Wir sind alle verloren. Ich werde mich jetzt eine Weile ausruhen. Das sieht schmerzhaft aus. Ja. Gibt bestimmt irgendwie hübschere und entspanntere Haltungen zu sterben. Wieso kniet der so komisch? Naja. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch noch irgendwie gedacht, hier kämen noch ein paar Nekrophile vorbei und da bräuchte er dann sich... Will halt auch keine großartige Last für die sein. Viridiumine, da waren wir. Da waren wir auch. Da ist das. Und hier haben wir noch Scherben. Aber eigentlich würde ich gerne da rein. Sofern die Jungs und Mädels mir jetzt hier nicht sämtliche Tränke gleich wieder wegtrinken. Gehen wir mal gucken, was da drin los ist. Dann... Ja, dann schauen wir mal, was wir sonst noch hier machen. So, ab ins Chateau. Was können wir denn im Chateau machen? Wer wohnt denn in diesem Chateau? Oder sollen wir da noch gar nicht rein? Ich weiß es ja nicht.
Beeindruckend. Keine Wachen, kein Personal. Ich denke, hier lebt schon länger niemand mehr. Mhm. Sonst keiner irgendwelche berühmten letzten Worte oder sowas. Gemälde. Es ist da, aber ich kann nichts damit machen. Kaiserlicher Hochweg. Irgendwie ist es hier drin extrem dunkel. Das hat sich nicht von selbst angezündet. Doch. Cassandra, Sucherin vor Schönheit, ja? Irgendetwas regt sich hier. Seid vorsichtig. Mhm. Irgendetwas regt sich hier. Geht's denn auch automatisch aus? Nee. Nanette Dorntea Mabel Rose. Aha. Wer ist das? Könnte irgendwas von Cassandras Verwandtschaft sein. Mal hier. Jeanette Dorntea, Matriarchin des Hauses Dorntea. Den Augen-Dingsbums da sieht's auch nicht so gesund aus. Mist. Okay, was für ein Familiendrama sind wir denn jetzt hier auf die Schliche gekommen? Deswegen mal Belle Rose, ja, meine schöne Rose, klar, aber Nanette? Ist das die Tochter von der Jeanette? Oder ist das die zweite Ehefrau vom Herrn? Kaiserlicher Hochweg, was auch immer. Von den Hundelords. General Mathieu Dorntea. Er ist hier der Hausherr, oder? Wer sich dir entgegenstellt, soll des Himmels Zorn spüren. Das klingt nach Einladung. Ein zerrissenes Tagebuch. Eine herausgerissene Tagebuchseite. Das ist nicht gerecht. Ich will rausgehen. Ich kann die Gäste unten hören. Sie feiern wieder. Sie feiern ständig. Mutter und Vater haben mir ein Geschenk gebracht, damit ich mich besser fühle. Damit alles besser wird. Sie wollen nur, dass ich still bin. Die Köchin hat Angst vor mir. Boah. Sie nennt mich immer noch Kleine, aber sie hat Angst. Trotzdem hat sie Vater oder Mutter nichts erzählt. Sie hat mehr Angst vor mir, als sie mag. Ich glaube, die Köchin mag sich im Moment nicht mal selbst. Ich habe jetzt eine neue Freundin, sie versteht mich. Sie wird mir helfen, damit alles wieder gerecht wird. Okay. Also wahrscheinlich ist die Tochter etwas unheimlich. Galerie. Und sie hat eine ominöse Freundin plötzlich. Ihrer Kleidung nach würde ich sagen, diese Männer waren Plünderer. Scheiße gelaufen, was? Ich kann euch mal sagen, ob das ein Kerl ist. Okay. Plötzlich angehendes Feuer. So, was will mir das Spiel jetzt sagen? Das Spiel will mir sagen, geh da hoch. Der Dalish-Wald im Sommer. Da ist aber nicht allzu viel Wald hier vorne. Da ist schon wieder die Nanette. Also wenn das die Tochter ist, sieht sie ja noch halbwegs okay aus. Hier können wir öffnen. Sarah, merkt ihr das mal bitte. Was ist das hier? Ich habe schon gerade gedacht, da hängt eine Hand runter. Okay, also die Plünderer haben es auf jeden Fall hinter sich. Da ist wieder der Hundelord. Porträt von Abel Dorntea. Onkel oder sonst was. Okay, die Plünderer sind wahrscheinlich von hier gekommen. Kommen wir hier raus? Nein.
Anita Chayeu. Geliebte Grandmère. Okay, das ist die Oma. Okay, dann folgen wir. Ne, okay, die Quests sind oben. Anscheinend, hoffe ich. Okay. Also war schon krass, so eine Bibliothek. Sowas hätte ich dann gerne hier für meine Modelle. Halt auch in der Höhe. Alles Vitrinen. Der Antivianische Kuss, Band 1. Ein Auszug aus dem ersten Band einer Reihe beliebter Liebesromane voller Frivolitäten und Ausschweifungen. Cool. Würde man es denn wirklich bemerken, wenn wir uns kurz davon stehlen, flüsterte er sanft. Er stand mit dem Rücken zu ihr und betrachtete das Gemälde, als würde ihn nichts anderes interessieren. Wer ist denn tatsächlich nur kurz? Antwortete sie. Sein Mundwinkel... Was? Sein Mundwinkel zuckte im Ansatz eines... Es heißt wohl Mundwinkel, da ist nur das M irgendwie ausgerutscht und hingefallen. Es war ein kleiner Triumph, der ihren Herzschlag beschleunigte und sie daran erinnerte, auf ihren eigenen Gesichtsausdruck zu achten. Der Garten, flüsterte er leise und ging davon, ohne einen einzigen Blick in ihre Richtung zu werfen. Ihr Weg zum Heckenlabyrinth verlief ohne Zwischenfälle, obwohl ihr Herz wie verrückt in ihrer Brust pochte. Schließlich zog er sie in eine dunkle Ecke. Wie gleichmütig dein Schmunzeln doch ist, flüsterte er ins Ohr. Doch jetzt will ich dich lächeln sehen. Langsam öffnete er das Band, mit dem ihre Maske befestigt war. Arrgh! So, ist hier Band 2? Nee. Das Mädchen in Rotkreuz. Die Reise war lang, doch sie wartet auf mich. Das Mädchen in Rotkreuz mit samtener Haut. Oh, ich weiß, sie ist da mit Blumen im Haar. Wartend vor der Kirche, meine traumhafte Braut. Ich träume davon, wie das alles begann. Ein Kuss, ein Versprechen, ganz leise, nicht laut. Oh, ich weiß, sie ist da, mit Blumen im Haar, wartend vor der Kirche, meine traumhafte Braut. Okay, das war ein olles Gedicht. Plündern. Irgendwas da unten. Außer Leichen. Von Göttern und Zweifeln. Vergib mir, ich habe einst behauptet, ich würde glauben. Mit Tränen in den Augen habe ich geschworen, unsere Herrin sei das Licht und ich würde durch ihren Segen den Erbauer erkennen. Doch die Kluft zwischen dem, was ich zu wissen versuchte und dem, was ich nicht ignorieren kann, ist einfach zu groß. Ist der Erbauer etwa weniger stumm als die ruchlosen Gottheiten der Elfen oder die alten Götter Tevinters? Und was ist mit den Erzdämonen, die wiederum alles andere als stumm sind? Wir fechten beständig reale Kämpfe aus, wir alle, unabhängig von unserem Volk oder Glauben, für die wir jeweils den ketzerischen Taten anderer die Schuld geben. Allerdings wären diese Vorwürfe unmöglich, wenn auch nur eine unserer Wahrheiten wirklich wahr wäre. Es ist nicht so, dass diese Vorstellungen von Göttlichkeit unvereinbar sind. Vielmehr könnte es überhaupt keine anderen Vorstellungen geben, wenn auch nur eines dieser angebeteten Geschöpfe wahrhaftig Gott wäre. Es beschämt mich, dass mein Glaube nicht stark genug ist, um vor einem derart nüchternen Argument zu bestehen. Alles, was ich während meiner Zeit hier gelernt habe, ist mich zu fürchten. Anwärterin Michaela Chivais. Folgt eurem eigenen Weg, so wie wir alle es tun müssen. Doch wisset, dass es nur eines gibt, was schlimmer ist als ein verlorener Glaube. Ein Glaube, der nie auf die Probe gestellt wurde. Korrespondenz und Lehren von Mutter Hivara aus den Archiven von Valroyo. Warum liegt das hier?
Ja, man weiß es nicht. Da gibt es noch ein paar Sachen zu lesen. Aber ich denke mal, das lesen wir dann in der nächsten Folge erst. Also, bis dahin.